Fanny Sabaram, zurück in Assassin's Creed Valhalla. Ich spiele den DLC Dawn of Ragnarök und ich habe hier mal wieder Platinbaren und eine coole Rüstung gefunden und mal schauen, wie ich die knacken kann. Also dann, viel Spaß. So, ich versuche jetzt beides mal sozusagen 2-in-1 zu machen. Und hier geht's schon rein. Ich wusste, es wäre zu leicht gewesen. So, da unten geht's zum Schatz. Da gibt's noch mehr Schatz. Aber wo? Da hinten ist ein Schlüssel. Ja, ich sehe ihn. Also ich sehe ihn nicht, aber da in dem Nachbargebäude, genau. Da ist eine Tür. So, hier haben wir den Schlüssel. Ja, das muss man ja lassen. Ein bisschen mehr Rätsel eingebaut als jetzt in den anderen Spielen. Haben sie jetzt schon, also in anderen DLCs, die es gab. Klar, springt es natürlich ins Wasser, das ist ja sonst kein Hobbys. So, ich knacke jetzt zuerst die Rüstung. Warte mal, hier geht's doch runter, oder? Ja. Runter, ja, aber nicht rein. Also der Zugang ist halt der alte. So. Wieder alles raus, da ist die Truhe schon. Allerdings, wenn ihr zu dem Ding da unten hinkommt, das ist jetzt erstmal ein Rätsel. So, jetzt kommt man hier erstmal raus. Okay, da waren sie dann mit den drei Probleme.
Wo geht's rein? Ja, ich sehe schon. Hier geht's rein. Und da sind sie, die kleinen Schätzchen, genannt Platinwaren. So, jetzt bin ich jetzt zwar hier drin, ne? Jetzt kommt das Beste. Jetzt muss man natürlich auch wieder hier rauskommen. So kommt man wieder raus. Sehr schön abgehakt. Von daher sage ich, have fun, Neu-Abraham. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.